Hallo meine liebe Waagekinder, herzlich willkommen zu eurer Legung März 2021 für die Liebe. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und lasst uns doch gemeinsam schauen, was im März bei euch los ist. Ich beginne als allererstes mit dem Krafttier-Orakel eine Themenkarte für euch zu ziehen. Mit den drei verschiedenen Tarot-Kartendecks werden wir gemeinsam schauen, um was es bei euch geht. Eventuell klären wir noch mit den Engel der Liebe-Karten und mit den Herzkarten hier drüben, was wir noch für Botschaften für euch kriegen und was auch für euch noch wichtig ist zu wissen. Denke bitte immer daran, liebe Waage, das ist eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Dafür sind die privaten Legungen letztendlich da, wenn du möchtest. Kannst du mich sehr, sehr gerne kontaktieren und wir schauen gemeinsam, was bei dir los ist. Alle weiteren Informationen für private Legungen habe ich euch unten in der Infobox reingeschrieben. Und jetzt geht es auch schon los. Liebe lichtvolle geistige Welt, für meine Waage Geborenen im März 2021, was ist da das Thema? Um was geht es? Ich hätte bitte gerne eine Karte. So, Eichhörnchen. Kommunikation. Sei frech, keck, authentisch und wendig im Ausdruck des Lebens. Lebe dein Sein. Ja, also, wir haben jetzt die Jahreszeit Winter. Raus aus dem Winterschlaf. Wenn du in die Kommunikation gehst und dazu bist du angehalten, und es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten zu kommunizieren, auch in der jetzigen Zeit, sei frech, keck, authentisch. Und ja, lebe dein Sein. Sehr schön. Lasst uns mal schauen, um was es bei euch geht. Für meine Waage Geborenen, für den März 2021. Was geht es bei den Wagen? Oho, das geht ja schon gut los. Sechs der Kelche. Ass der Kelche. Die Welt. König der Kelche. Ihr seid in der totalen Liebesenergie, meine lieben Wagen. Kelche, Kelche, großer Arkana, die Welt, Kelche. Ach, das ist schön. Eine Karte reicht. Eine Karte. Meine Güte. 10 der Kelche. Wahnsinn. Ja, 8 der Stäbe. So. So, hier geht es, meine lieben Wagen, um ein Angebot. Ein Liebesangebot wird euch unterbreitet. Da möchte jemand einen Neuanfang starten. Und da steht euch auch die Welt für offen. Also, wenn ihr, wie gesagt, in einer Partnerschaft seid, entwickelt ihr euch in die nächste Ebene. Ja, es muss nicht immer heißen Single, weil Single-Legung mache ich extra. Hier geht es wirklich um den Aufstieg, ja, um einen weiteren Aufstieg in eurem Sein, im Punkto Liebe. Ich meine, wir haben ja auch bald Valentinstag, ne? Und Zeit ist flüssig, ja. Wir drehen die Videos, also ich drehe die Videos jetzt ab, kurz vor Valentinstag, da kann es ja schon beginnen. Also legt euch bitte nicht zu sehr fest, auch wenn es die Legung für März ist. Ja, und hier haben wir auch gleich den König der Kelche mit den 10 der Kelchen. Also
Schöner geht's gar nicht, meine lieben Wagen. Da kommt jemand auf euch zu mit einem Liebesangebot, mit einem Neuanfang, mit der totalen Erfüllung in der Liebe. Die Nachrichten kommen. Hier, schaut mal. Und zwar ratzfatz. Sehr schnell. Das klären wir jetzt erstmal. Sechs der Kelche, bitte eine Klärungskarte. Geht gleich weiter. Nochmal 10 der Kelche. Eine Klärungskarte für Ast der Kelche, bitte. Der Stäbe. Sechs der Stäbe. Die Welt. Sieben der Kelche. Und die Sonne. Wow. So. Lasst mich kurz einen Moment schauen. Also hier hat jemand was ganz Großes vor, ne? Es kommt hier das Angebot und die 10 der Kelche. Also mehr Liebe und Fülle und Leidenschaft gibt es schon kaum mehr als Angebot. Da meint es jemand ganz doll gut mit euch. Ich denke, das ist die Art und Weise, wie derjenige euch das entgegenbringt. Denn die 10 der Stäbe stehen für Überlastung. Ich denke, es ist das spüre ich regelrecht. Es ist so viel Liebe, was euch jemand entgegenbringt, ja, dass euch das schon wieder fast zu viel ist. Und diese Gefühlswelt, die ihr habt bei diesem Ganzen, was ihr da lebt, ja, das lässt euch so siegessicher in dieses Gefühl der ich werde geliebt getragen. Ich habe die Welt, die liegt mir zu Füßen. Das ist ein so unglaubliches Gefühl, was ihr hier leben dürft. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und der König der Kelche, der legt euch wortwörtlich die Welt zu Füßen. Also wer sich hier mit dieser Legung, wer hiermit resoniert, in Resonanz geht, also Chapeau, das ist der Hammer. Ja? Da meint es einer wirklich sehr, sehr gut mit euch. Also es ist Wahnsinn, es ist wirklich. Ihr lebt eine ganz, ganz tolle Beziehung. Eine Variante ist der Neuanfang. Die andere Variante ist, dass auch in einer Beziehung, egal ob Ehe oder nicht verheiratet, man sollte ja immer an einer Beziehung arbeiten. Und hier wird ganz viel gearbeitet, ja. Egal ob Neuanfang oder zusammen. Und wir arbeiten weiter daran, an unserem Sein. Das ist der absolute Hammer. Du hast so viel Auswahl, Wahl der Qual. Musst auch ein bisschen aufpassen, dass du deine Euphorie nicht zu sehr an falsche Leute gibst oder weiter erzählst. Weil auch da, wenn jemand das nicht leben darf, was du hier lebst, kann das schon so ein bisschen aufstoßen bei anderen. Da musst du nur ein bisschen aufpassen. Ja?
gibt halt immer Menschen, die dir das nicht gönnen, diese Fülle, diese Liebe, die Sonne in deinem Leben, die dir auf gut Deutsch aus dem Hintern scheint vor Freude. Ja? Also das ist eine ganz, ganz tolle Legung. Lasst uns mal weiterschauen. 10 der Kelche. Was gibt's da? Ja, Neuanfang. Schon wieder. Hier. Der Tod. Alt, Transformation. Wahnsinn. So, 10 der Stäbe. Was gibt es da zu sagen? Ja, okay. Ja, die Arbeit, ne? Also die Arbeit daran fällt dir manchmal ein bisschen schwer. Ja, es ist nicht immer leicht, an sich selber, an einer Beziehung zu arbeiten. Und deswegen hier 10 der Stäbe. Ja. Du darfst dir auch mal eine Ruhepause gönnen in dem ganzen Eifer der Liebe und diesem ganzen Gefühl, was hier zu sehen ist. Aber es wird ja positiv, ne? Also wie gesagt, er legt dir ja die Welt zu Füßen und ihr geht da siegessicher und siegreich geht ihr auch aus der Situation. Also das lebt ihr richtig. Ja, eure Liebe. Eine Klärungskarte für 6 der Stäbe, bitte. Auf Wiedersehen. Jetzt hat sie sich verabschiedet. So. Ja, und du bist dir auch deines Wertes bewusst. Du weißt, wer du bist. Ja? Du bist stolz, du hast alles, was du brauchst. Du hast einen tollen Mann. Er legt dir die Welt zu Füßen. Oder eine tolle Frau, münze es bitte auf deine Situation. Ja. Es ist wunderbar. Sechs richtig im Lotto. Mit Zusatzzahl, würde ich sagen. Eine Klärungskarte auf die Welt, bitte. König der Kelche noch einmal. Wow. Ja, und diese Situation, was ich dir gesagt habe, meine liebe Waage, die Situation der Neider, die wirst du verlassen. Entweder wirst du eine Person verlassen, die sozusagen dir dein Glück nicht gönnt mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Ja, du wirst denen den Rücken zudrehen. Also dieses Negative, das wirst du hinter dir lassen. Du entscheidest dich für deinen Partner. Definitiv. Weil du weißt, was du hast. Du hast jemanden, der dich auf Händen trägt. Was für eine schöne Legung. Unglaublich. Ja. Und auch hier dieses Rechtfertigen müssen. Ja. Auch wieder die Nachrichten. Immer wieder dieses getriggert werden. Das geht raus. Das lässt du hinter dir. Und wie gesagt, sei authentisch. Sei frech. Sei keck. Du darfst dein Leben leben, du darfst dein Sein leben. Und dein Sein ist, dass du von deinem Partner auf den Händen getragen wirst. Das ist so schön. Wir schauen jetzt mal, was die Engel der Liebe uns noch mitteilen möchten zu deinem Partner. Was geht es beim König der Kelche? Liebe Engel der Liebe, was geht es hier in dieser Beziehung, dieser wundervollen Beziehung voller Liebe? Neue Liebe, ja, also neue Liebe, ein neuer Partner oder eine neue Partnerin oder eine neue Person. Hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Also ja, natürlich, klar. Also wenn dir dein Partner dir die Welt zu Füßen legt, da bist du hin und weg. Also du wirst einen Wonnemonat März erleben in der Liebe. Es sei dir gegönnt. Es ist Wahnsinn. Was habt ihr noch?
Also ich freue mich für alle Waagemenschen. Das ist so schön. So viele Kelchenergien hier. Ja, du verdienst es, geliebt zu werden. Hier, du bist es wert. Du verdienst es, geliebt zu werden. Kannst du mal sehen, was für ein toller Mensch du bist. Ich hoffe, du bist es dir bewusst. Also deinem Partner bist du es definitiv bewusst. Denn sonst würde er das, was er hier tut, nicht tun. Also dieses Liebesangebot, die Fülle an Liebe, die er dir entgegenbringt, das ist Wahnsinn. So, was möchte dein Partner, dein Herzmensch dir sagen? Um was geht's denn hier? Für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Wow. Ist noch etwas? Nein. Gut. So, ich zeige euch die Karte nochmal. Ja, hier, für immer. Ihr seid beide in Ewigkeit gesegnet. Sehr, sehr schön. Wahnsinn. Also, meine lieben Waagekinder, kommuniziert das Angebot der Liebe, was euch entgegengebracht wird. Ihr werdet da siegreich eine neue Ebene erklimmen mit einem wundervollen Partner an eurer Seite, der euch die Welt zu Füßen legt. Schaut euch mal die Outcome-Karten an. Ihr müsstet normalerweise wunderschöne Nachrichten kriegen. Ich liebe dich, ich vermisse dich. Ja? Hier die Sonne, die höchste, positivste Karte im Tarot. Also ist Wahnsinn. Es ist wirklich, da fange ich schon an zu stottern. Also das ist unglaublich, was ihr hier leben dürft oder was ihr hier gemeinsam erarbeitet und was ihr hier lebt. Das ist toll. Wenn es dir zu viel wird, dann geh in die Kommunikation. Ja? Dann sag du, pass auf, ich liebe dich auch, aber Piano, ein bisschen weniger. Ja? Weil das ist so ein bisschen, oh, so viel Liebe auf einmal. Ja? Da darfst du das ein bisschen drosseln, wenn es dir zu viel wird. Aber ansonsten, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Beziehung, die du führst. Und dazu gratuliere ich dir von ganzem Herzen. Wahnsinn. Habe ich selten. Aber trotzdem, alles gut, alles schön. Und wie gesagt, sei frech, sei keck, authentisch bleiben. Kommunikation ist das A und O, ja? Und in diesem Sinne, meine liebe Waagengeborenen, ich wünsche euch ganz, ganz viel lichtvolle Momente im März. Mit diesem Kartenbild brauche ich mir gar keine Gedanken und Sorgen machen. Wenn du direkt auf deinen Partner mal liegen lassen möchtest und auf dich, ja, scheu dich nicht. In der Infobox, wie gesagt, habe ich alle Informationen für dich aufgeschrieben, wie du mich erreichen kannst und wie du dir sehr gerne einen Termin buchen kannst, wo du dann dir eine Legung sozusagen von mir legen lassen kannst. In diesem Sinne, meine Lieben, bleibt weiterhin in dieser tollen Liebesenergie. Es ist Wahnsinn. Ich freue mich unfassbar doll für euch. Und wenn du möchtest, dann hören und sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Alles, alles Liebe, meine lieben Waagen. Ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen das Glück der Welt, dass das bei euch so bleibt für lange Zeit. Ja, und bis im nächsten Monat oder bis zum nächsten Monat, meine Lieben. Macht's gut, eure Katrin.